Hey Leute, ich bin's, MacPaperik. Ja, ihr könnt hier ganz gut sehen, mein Brennholz ist hier vom Holzwurm befallen. Das seht ihr einmal ja an diesen Löchern hier oder auch daran, wenn hier so eine Sägespäne oder so ein Holzmehl drauf ist. Nicht weiter schlimm bei meinem Holz, das verbrenne ich einfach. Aber ich wollte das hier mal zum Anlass nehmen und euch zeigen, wie man den Holzwurm bekämpfen kann. Die erste Möglichkeit ist, dass man das Holz erhitzt und somit den Holzwurm bekämpft. Holzwürmer und ihre Larven sterben nämlich bereits bei einer Temperatur von 55 Grad Celsius ab. Daher kann man kleinere Gegenstände gut bei 55 Grad für eine Stunde im Backofen erhitzen. Doch vorsichtig, dass das Holz keinen Schaden nimmt, das kann bei älteren und lackierten Holz passieren. Größere Holzmöbel könnt ihr in die Sauna stellen, wenn ihr eine habt. Wenn ihr keine habt, könnt ihr zum Beispiel das Möbelstück im Sommer rausstellen und schön dicht mit einer Plane abdecken, dann habt ihr auch einen Saunaeffekt. Eine weitere Möglichkeit ist es, im Sommer das stark aufgeheizte Auto als Holzwurmsauna zu benutzen. Eine weitere gute natürliche Art, den Holzwurm zu bekämpfen, ist, dass man die Kälte nutzt. Der Holzwurm und seine Larven lassen sich damit sehr gut bekämpfen, da sie eine Temperatur von minus 18 Grad nicht überleben. Möbelstücke kann man gut geschützt vor Regen und Schnee im Winter nach draußen stellen. Kleinere Teile kann man, so wie ich hier, in die Gefriertruhe tun. Ein weiteres Hausmittel, um den Holzwurm zu bekämpfen, das ist Essig. Man kann jetzt eine Spritze nehmen und die Löcher damit dann mit Essig befüllen. Oder man tränkt das Holz sehr, sehr gut mit Essig, indem man das ja damit behandelt und schön großzügig einreibt bzw. einpinselt. Wenn ihr das Holz nun behandelt habt mit einer dieser drei Methoden, müsst ihr natürlich jetzt regelmäßig Ausschau halten, ob sich hier neue Löcher gebildet haben bzw. ob neue Stellen mit Holzmehl aufgetreten sind. Ich habe das Ganze jetzt bei mir 3 Wochen beobachtet, es hat sich nichts getan, das heißt, ja, diese Methoden waren allesamt effektiv und wirksam. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich kostenfrei abonnieren, dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer Mac Paverick.